Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag. In dem Fall beim Videoablauf wahrscheinlich eher guten Abend. Willkommen zurück bei Soulstone Survivors. Schauen wir mal, was dran ist. Ich hab's schon instant vergessen. Der Chaos Walker wird heute gespielt. Alles klar. Wie der Name schon sagt, der spielt mit den Chaos Skills standardmäßig. Das sind die, die einen zufälligen Effekt draufpacken und Schaden auswürfeln zwischen dem Fall hier 81 zum Beispiel. Schauen wir mal. Da können wir auf jeden Fall diese Rune hier mitnehmen. Die macht, dass der Schaden doppelt gerollt wird und das höhere Ergebnis wird genommen. Dann different types and active skills. Spielen wir wieder mit Synergy bei dem. Genau, gehen wir auf maximale Elemente wieder. Nee, negative Effekte, die was. Wollen die Whispering Growth, glaube ich, durchmachen eigentlich. Aber ursprünglich war ja der Plan, dass ich auch einfach der Reihe nach durchmache. Was ich hier schon gar nicht gemacht habe. Okay, dann bleiben wir dabei. Whispering Grove machen wir heute weiter. Zumindest auf die 4. Das heißt, heute Kursstufe 18. Mit dem Chaos Walker. Hab schon wieder vergessen, wie er ist. Rein da. Wie ich gerade gelesen habe, das Skill hat eine 50-50, ob er wie ein Boomerang quasi zurückkommt. Auch ganz witzig. Denk mal, den Wald mal was drin. Schön. Fängt mit gutem Schaden an. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Huch. Scheiße. So, die Level, die Skills werde ich alle später ersetzen. Gift rein, jawohl, geht's los. Werde ich auch ersetzen. Ja. Hätte wohl für den Reroll gehen sollen. Erleben, passt schon.
Multicast für Fraktal ist natürlich nicht schlecht. Oh, generell Multicast da rein da. Gegner noch bis zum ersten Boss. Er sollte relativ schnell sterben. Damage, Multicast, da haben wir den nächsten Chaos-Skill. Ja. So, ist gespannt. Crit reinnehmen, auf jeden Fall. Damage, Multicast. Da haben wir Chaos Bolt. Und Frailty natürlich. Den Arcane Beam werde ich wahrscheinlich auch wegpacken. Ganz sicher mal gucken, was wir gewollt kriegen. Deswegen erstmal den Chaos Bolt besser machen. Neuen Level. Aha, hier ist Golem. Render. Cast Speed rein. Crit auf jeden Fall. Nope. Attack Speed. Multicast. Jawohl. Machen wir uns hier ein bisschen schneller. Bloodlust. Ja. Wird mal gucken, ob wir noch was Gutes gewollt kriegen, statt dem Lightning Chain Ding. Aber mal schauen. Ich muss zugeben, Chaos habe ich nicht zu häufig gespielt. Weiß gerade gar nicht, was der jetzt hier am Anfang in seinem Pool drin hat.
einige Skills schaltet man ja auch erst mit Achievements frei. Deswegen. Bei dem weiß ich gar nicht, was im Tool ist. Might ist noch mit drin. Wisst ihr? Machen wir so. Potency hochgehen und einmal Magneten rein. Sehr, sehr schön. Der Schaden sieht schon wieder sehr ordentlich aus. Schneller casten alles auf jeden Fall. Multicast für alle Chaos-Sachen. Area of Effect für die Buffs, für die Golems. Aber müssen wir nicht zu viel nehmen. Legendary Multicast gewollt. Das war ein guter Trade. Schießen wir ja schon echt massive Bolts nach vorne. Ja, das ist witzig. Multicast ist so witzig. Lieber aufs Crit reinnehmen und ein Golem mehr auf jeden Fall. Da ist der schon weg, nächster Boss. Und tot, sehr schön. Platzt alles links und rechts weg. Nehmen wir mal einen dicken Schaden. Damage Increase. Muss auf jeden Fall Movement Speed dann wieder nachholen. Aber bisher ist es kein Problem. Und Damage für die Golems. Wenn ich jetzt hier Leviathan mitnehme, ist auch, weil ich Bloodlust habe. Das gibt ja auch Movement Speed, deswegen bin ich ja noch ganz okay unterwegs hier. Ohne würde ich auf keinen Fall, also er hätte das Leviathan nicht genommen. Zu langsam ist auf jeden Fall ein Killer. Ups. Gold.
Gleich der nächste Boss. Wir mal die Elite-Gegner weg. Unsere Golems müssen mal auf die Bosse gehen. Nach den Bossen ist es vorbei hier. So. Wieder Easy Achievement unter 12 Minuten. Das lässt sich eigentlich immer ohne Probleme abholen. Und ja, jetzt haben wir das Skript frei. Nice. Das nehme ich gerne mal nebenbei mit. Das macht, dass die Crit-Rate auf den Crit-Damage-Bedarf geht. Das heißt, die ganzen plus 10% Crit-Chance sind am Ende, sage ich mal, nicht wasted in Anführungsstrichen, sondern wenn man 100% Crit-Chance hat, hat man sie auch 100% mehr Crit-Damage geholt. Ist einfach ein netter Bonus, macht das noch mehr worth. Genauso wie man dann weiterhin Crit-Chance nehmen kann und es immer den Crit-Damage weiter mit hoch macht, 1 zu 1. Sonst ist es halt wertlos, ab 100% Crit-Chance Crit zu nehmen. Mit dem Tool nicht. Dann muss man das nicht bannen, zum Beispiel Frequency, dass wir mehr Damage haben die ganze Zeit. Auf jeden Fall mehr Damage für die Golems. Mehr Damage für die Bombe. Das ist alles ein bisschen semi. Nehmen wir Multicast rein. Nehmen wir Gift hoch. Multicast wieder für alles. Attack Speed für alles. Und Attack So, Multicast für alle Cast-Spells und Crit brauchen wir auf jeden Fall noch. Dass das nicht endet wie beim letzten Run, aber wir haben jetzt schon deutlich mehr. Wir haben richtig gut Crit schon gerollt, besser. Nehmen wir einmal Eis mit rein. Area of Effect für alle Magical. Jop. Multicast. Oh wow. Das ist ja Legendary Heaven hier, was? Das ist ja Wahnsinn! Expensive und wenn wir schon dabei sind, können wir gut passen. Der erste schon down, der zweite tickt auch runter und der ist auch dort. Das ist dicker Schaden gerade. Damage Increase. Ah, wisst ihr was? Machen wir erstmal noch mehr Damage rein. Movement Speed, sehr schön. Machen wir die Bombe höher. Relentless, schneller casten, schneller casten. Ich wollte eigentlich auf Status-Effekt auch hier gehen. Aber die triggern wir nebenbei so viele und die mache ich dann später stärker. Das, wenn ich das jetzt schon so rolle, dann committe ich hier weiter rein. Attack Speed und Multicast. Mal schauen, wie witzig das dann später noch aussieht, wie hoch wir das kriegen. Also was dem Doom Area Perfect natürlich auch richtig gut.
Area of Effect von Lasting brauchen wir nicht. Machen wir Multicast höher. Nehmen wir schneller casten für alles und ein Dash mehr auf jeden Fall. Wenn wir weiter schneller casten für alles, also Casting Speed hoch machen, dann kriegen wir auch den Buff 24/7 ab. Aber brauchen wir nicht die Frequency alleine für jeden machen. Da ist der Boss schon down. Der ist auch weg und der ist auch gerade gestorben, sehr schön. Jetzt kommen die Golems. Einige Level-Ups, nehmen wir Feuer rein. Machen wir mal neu. Damage. Schneller casten erstmal. Machen wir Feuer hoch. Ein Magnet ist gut. Brauchen wir nicht. Magnet. Die Bombe größer machen einmal. Multicast wollten wir und schneller casten. So, den Damage Buff haben wir jetzt schon 24/7. Den Bloodlust noch nicht ganz. Aber der kommt auch besser. Halt. Die Bomben sind jetzt schon echt groß. Das ist schön. Wir treffen alles. Ach, machen wir noch größer und alles nochmal größer. Und Poison Seed kann man mal reinnehmen. So, nehmen wir einmal Impending Doom mit rein und machen Doom stärker. Weißt aber Crit. Aber das den Effekt des Doom Days triggert hat man dann. Mindestens einmal können wir mal mit reinnehmen. Level-Ups, da kommen die Bosse, nehmen wir Magnetic mit rein, Damage, für Crits und Doomstärker. Erster Boss down, zweiter Boss down und der letzte Boss rechts. Und der ist auch down. Sehr schön. Die Gegner werden ja alle weggeschmolzen, regelrecht. So, jetzt nehmen wir mal einen Crit rein, haben wir 75%. Damage Increase for Lasting, nehmen wir einmal das Gift Doom macht. Crit 90%, 80% und Doom stärker. Trinken. So. Immer schön hydrated bleiben. Hundert Gegner, dann kommen die letzten Bosse. Quatsch, wir waren bei Orange vor letzten Bosse. Ups. Relentless reinnehmen, Bombe größer gemacht.
Wir schießen mittlerweile auch einfach nur einen Stream aus roten Bolzen. Wir haben unseren eigenen Laser gebaut. Sehr, sehr entspannt, das Ganze hier. Desperation, haben wir das schon? Ich glaube nicht, nämlich das, ja, genau. Attack Speed brauchen wir es gerade nicht mehr, nicht Singular zumindest, machen wir die Debuffs höher. Damage Increase für eigentlich alles, okay. Und nehmen wir Multicast, weil das alles bufft. Die Bombe ist mittlerweile schon ganz groß. Klar, geht auf jeden Fall noch größer, machen wir noch größer. Aber die anderen Spells sind nicht zu beachten. So, Kneten mit rein. Das hatten wir noch nicht. Das wird splitten. Und ne, mal Multicast. Wir stacken Multicast. Ja, das ist unter uns. Bitte stirb. Danke. Zweimal der gleiche. Doppellaser. Ja, aber wir sind ein bisschen stärker dabei. So, das war's. Sehr schön. Weiter geht's. Haben wir in 8 Minuten das hier geklärt. Multicast Legendary. Into Multicast für alles. Man sieht da die Debuffs aufploppen bei den Gegnern. Es ist kurzzeitig eine riesenlange Liste. Es gibt eine Rune, die macht, dass man pro Debuff 4% mehr Schaden macht auf den Gegner. Pro uniquem Debuff. Und das ist bei sowas hier natürlich auch sehr witzig. Sobald wir die frei haben, werden wir die natürlich auch spielen. Zumindest bei solchen Builds. Es gibt noch das Gegenteil der Rune. Man macht 50% mehr Damage. Und pro Debuff macht man 5%, glaube ich, weniger. Da spielt. Das ist okay. Spielt man dann auf Singular Builds natürlich, wenn man rein Doom geht oder sowas. Beziehungsweise spiele ich das meistens auf effektlosen Skills und nehme dann nur Frailty mit rein. Bei Frailty macht der Post-Deck auch mehr Damage und dann nimmt man dann für Frailty die 5% weniger. Dafür hat man 100 Frailty-Stacks und macht dann dadurch dann nochmal, keine Ahnung, 600% mehr Damage oder so. Das ist natürlich ein besserer Trade. Frailty ist eigentlich immer gut zu nehmen. Wahnsinnig guter Waffe. So, sind die Bosse schon weg. Schaden ist wirklich gut gerade. Und deswegen machen wir den Schaden einfach nochmal höher. Nehmen wir die Bombe. Was Feuerstärke, Desperation. Holen wir uns mal Movement Speed nochmal rein. Noch ein Dash mehr. Multicast, habe ich gesagt. Crit Damage hoch. Damage für die Bombe. Ah, nehmen wir den Debuff. Dafür jetzt nochmal Multicast.
Magnet für mehr EP und Giftstärke. Wieder 100 Gegner, dann kommt der nächste Boss. Ich sage immer Boss. Ich meine damit Boss Wave, weil es sind jetzt schon mehrere Bosse. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Nummer 1 tot. Oh, da habe ich nicht aufgepasst. Nächster tot. So, ich muss es jetzt mal machen. Es tut mir wirklich leid. Effekte wieder runter, ungefähr so habe ich bisher immer gespielt. Wenn ihr mal einen Run mit mehr Effekten haben wollt, gucken, mein Gott, sehen wollt, wie es aussieht, wenn man 100% Effekt hat und so, schreibt es in die Kommentare. Gerne mache ich mal einen Full Visual Run. Wenn ihr andere Runs mal sehen wollt, andere Charaktere, bestimmte Builds, Builds empfehlen könnt, schlechte Builds sehen wollt, schreibt's auch in die Kommentare. Ich will gerne alles. Ich nehme immer mehrere Videos gleichzeitig auf, hintereinander natürlich. Deswegen werden die Sachen dann nicht direkt am nächsten Tag kommen, aber ich werde auf die Sachen eingehen in den Kommentaren sofort und ansonsten in den nächsten Videos, die ich wieder aufnehme. Ich sage euch in den Kommentaren dann auch immer, wie lange es dauern wird, bis das Video dann dazu kommt. Wir 16 Level Ups. Die ist auch down. Nächste Wave ist die letzte. Es war schon wieder. Mein Gott. Nur mal bei Orange vorletztes. Attack Speed war wahrscheinlich gerade Quatsch. Lasting, das brauchen wir nicht. Machen wir Feuer hoch. Multicast für eigentlich so gut wie alles wieder. Frailty, euer Damage für Crits, Doomstärke, Multicast für Frontal, Damage für alles, weil Crits haben wir eigentlich 100% fast. Ja, natürlich nehmen wir dann das hier, weil 12% mehr Damage und das ist Base Damage. Aber Base Damage geht, glaube ich, auf Crits, das ist immer noch besser. Ich glaube, Doomwarm haben wir höher. Müssen wir mal merken, wo die sind in der Position gerade mittlerweile. Überhaupt nicht drauf geachtet, wir haben so viele Debuffs. Ah, da, 8. Und Feuer haben wir 6. Dann nehmen wir weiter Dooms. Priorität. Attack Speed für das eine. Nehmen wir Leviathan nochmal. Area of Effect für Chaos, jawohl. Holen wir uns Movement Speed wieder. Area of Effect für alles. Rein da. Schneller casten und Boom stärker machen.
Die Bosse werden literally genuked. Und die nächste Wave ist die letzte. Damage für Frontal rein. Boom stärker machen. Und Multicast Frontal. Wir haben immer noch abgedeckten Crit. Das ist vertretbar. Unsere Golems stärker. Und laufen wir mal nach rechts, gucken, ob hier irgendwie Ärzte sind. So, machen wir einen kurzen Bogen. Und nuken dann die letzte Bosse hier noch. Und sind tot. Sehr schön entspannt. Macht erstaunlich viel Bock der Run gerade. Ich hatte Chaos nicht so witzig in Erinnerung. Ich weiß gar nicht, ob die was gebufft haben seitdem. Mal Eis mit rein. Und nochmal Eis. Aber es ist auch wieder 80 Stunden her, dass ich Chaos gespielt habe. Und das ist wiederum sehr viele Tage her. Monate. Da kann sich einiges geändert haben seitdem. Und hat sich sicher auch einiges geändert. Oh, nicht so beeindruckend. Bleiben wir beim Multicast. Und holen uns das Crit rein. Langsam aber sicher. 100%. 85 haben wir jetzt. Zehn Gegner und die Bosse kommen. Wir wurden auch hinjuckt. Ist tot. Die sind tot. Ja, das ist massiver Schaden. Sehr, sehr, sehr geil. The Rage, das brauchen wir beides nicht. Nehmen wir Gift. Damage Increase nehmen wir mit, blau. Bombe noch größer machen. Einmal und nehmen wir noch Movement Speed mit. Dann nehmen wir Hypothermia, weil es Frailty. Okay, doppelt. Auf jeden Fall. Und nochmal Crit, sind wir jetzt bei genau 90%. Movement Speed haben wir jetzt auf jeden Fall genug. Klar, ja, mehr geht immer. Aber mit 4 Dashes sind wir auch sehr, sehr cool dabei. Bomben sind sehr groß, das gefällt mir. Sehr entspannt alles zu treffen. Gegner spawnen gar nicht so viele, das ist alle immer sofort tot. So, wo sind die Bosse? Hier ist der erste. Tschüss. Obwohl ich nichts getrockt habe, ist trotzdem gestorben. Den nächsten tot. Und der auch. Okay. Also die Eiskristalle lassen wir mal kurz alle zerplatzen. Knappen uns hier den Loot. Sehr schön, 9 Level-Ups. Gift rein.
Magnetic, immer gut. Das sind unsere 100% Crit. Ab jetzt brauchen wir das nicht mehr. Ist. Ah, brauchen wir Damage den. Area of Effect. Damage, mehr Gift. Und Damage für alles. Gift besser machen. Hundert Gegner bis zum nächsten Boss Wave. 3 von 5. Besser machen. Ja, nehmen wir es mal mit, hatten wir noch nicht. Feuer. Slow machen. Ja, Slow brauchen wir aber eigentlich nicht. Nehmen wir mit Damage. Das sind die Bosse. So. Sehr entspannt. Sehr, sehr entspannt. Alles noch deutlich größer machen. Oh mein Gott. Mad Based. Knapp. Er ist tot. Um uns die Level-Ups. Damage für alles. Frailty. Zoom besser machen. Lieber auf Damage für Physical. Mal rein. Legendary Damage. Wir ziehen hier sehr, sehr viele Legendaries. Gefällt mir. Stärker machen und nehmen wir. Ja, machen wir die Bombe weiter. Und noch Cast Frequency für die Bombe gebrauchen. Die Bosse wurden zum Teil schon gebonshottet. Ende im Gelände. Gehen wir weiter. Ach, was soll's. Nehmen wir Leviathan mit rein. Damage für das. Und Doom. Das war knapp, da war ich in einer blöden Position. Jetzt war noch der Feuertyp da, der zum Glück auf die Minions geht. Das heißt, ich kann da frei neben ihm stehen.
Expensive brauchen wir nicht. Nehmen wir Frailty hoch, weiter Frailty. Ich hätte auf jeden Fall Multicast nehmen sollen, das war ein Fehler. Und machen wir Damage. So. Auch alle weggenukt. Haben wir Doomstärke. Ja, nehmen wir mal Best Power. Gift, Debuff, Gift, Multicast, Area of Effect Lasting brauchen wir nicht, nehmen wir Damage von 12. Das war gerade risky. Backtracked. Backbearer ist tot. Feuerheini. Die Debuffs oben sind hilarious. Der Plague Bearer hat doch überlebt. So, jetzt ist er. Level, Multicast. Doom hoch, Doom Debuff und Attack Speed. Tollen. Oh mein Gott, da habe ich hier Trolls. Ist auch tot. Multicast. Ja, komm, Area of Effect. Debuff. Da wurde ich gerade sold. Ghost. Sehr, sehr risky wieder. Und damit bin ich tot. Schade, war ein cooler Run. Bin außerdem nach links gedasht, nicht nach oben. Aber sehr, sehr witzig. Haben wir den Chaos Walker direkt von 1 zu Level 27 gebracht. Wieder ein paar Achievements abgeholt. Ein paar neue Chaos Skills für den Pool. Death Recap. Ja, war klar. Unglücklich, auch dass ich mich von ihm abtreffen lassen, war Quatsch. Goblin Schamane vor einer Minute, anderthalb, auch tragisch, aber passiert. Chaos Missile, ja, das dachte ich mir, die hat echt gut reingehauen. Sehr witzig damit zu spielen. Und ja, das war der Run für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch interessiert, gebe ich jetzt nur die Skillpunkte aus. Beziehungsweise gebe die ja nicht mehr. Habe ich schon vergessen, ich bin ja voll schon. Stimmt. Geht jetzt hier rum nur noch. Wir müssen die Charaktere hochleveln. Prestige, die paar bestimmten hier. Der nächste Charakter. Wir haben es der Reihe nach immer so rumgemacht. Das heißt, was brauchen wir hier? Whispering Grove 4. Das wäre als nächstes.
Das heißt, wir spielen jetzt den Assassinen. Und machen Tier 25. Der Curse Stufe 4. Curse Intensity 25 auf dem Assassinen hier. Und dann haben wir den Beastmaster frei. Genau, das ist fürs nächste Mal. Morgen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Wenn ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt sie gerne rein. Like das Video, subscribed und wir sehen uns morgen. Danke fürs Reinschauen. Ciao.